herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es die Vorhersage für Oktober 2023 für die Steinböcke. Und jetzt schauen wir uns an, was euch das ist jetzt total merkwürdig auseinandergefallen. Ich weiß nicht, warum das so zu mischen ist. Aber wir schauen uns auf alle Fälle an, was euch im Oktober 2023 am meisten beschäftigen wird. Was das Thema ist, das für euch am relevantesten ist. Was für euch am präsentesten ist, es ist schon rausgefallen, die Themenkarte. Ja, und euer Thema ist, Verdrängen von etwas. Verdrängen von etwas. Ja, zweiter Schwerter, Verdrängen von etwas. Stillhalten, es ist etwas, es gibt etwas in eurem Leben, das nicht in Ordnung ist. Und ihr versucht, möglichst dieser Sache, die nicht in Ordnung ist, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Ihr versucht euch da einfach abzulenken. Du versuchst dich auf andere Dinge zu konzentrieren, aber das ist immer im Hintergrund da bei dir. Ja, da haben wir den Magier. Du bist absolut dazu in der Lage, dieses Problem zu lösen. Du hast alles, was du brauchst, um dieses Problem zu lösen. Ja? Du darfst dieses Problem ruhig in den Vordergrund rücken und dich um die Lösung dieses Problems kümmern. Das darfst du, weil, wenn du es magst, wenn du das angehst, wenn du den Mut findest, den Mut aufbringst, das zu versuchen, dann wirst du das hinkriegen, weil du hast das Zeug dazu, dieses Problem zu lösen. Jetzt hätte ich aber gerne noch einen Hinweis darauf, was für ein Problem das genau ist. Jetzt sind zwei Karten rausgefallen. Moment. So. Und zwar haben wir hier die 7 der Kelche und die Sonne. Hier geht es um eine richtige Entscheidung, die du getroffen hast. Da geht es darum, dass... Pass auf, du hast eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung, das verfolgt dich. Die Tatsache, dass du diese Entscheidung getroffen hast, verfolgt dich. Das ist das, was du verdrängst. Du verdrängst einfach, ja, Bestätigung. Du verdrängst einfach die Tatsache, dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Aber diese bewusste Entscheidung, die du getroffen hast, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Also das ist noch einmal die Bestätigung. Ja, du brauchst das nicht zu verdrängen, dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast, weil die Entscheidung, die du getroffen hast mit der Sonne, absolut richtig war. Das war absolut richtig, ja. Hier geht's mit dem Rat des Schicksals, geht's um Ausbrechen von Zyklen. Du hast dich dafür entschieden, aus einem Zyklus auszubrechen. Du hast dich dafür entschieden, etwas zu beenden, was lange Zeit gedauert hat und was sich wiederholt hat. Ja, es war irgend so eine Sache, die hat sich wiederholt. Irgendeine Sache, die hat sich immer und immer und immer wieder wiederholt und irgendwann hast du gesagt, nein, stopp. Oh mein Gott, meine Haare schauen aus. Irgendwann hast du gesagt, nein, stopp, diesmal war das letzte Mal. Und du hast die Entscheidung getroffen, aus diesem Zyklus auszubrechen und deiner Wege zu gehen. Und das verfolgt dich aber immer noch, weil du manchmal daran denkst, ob du nicht vielleicht in diesem Zyklus hättest drin bleiben sollen. Beziehungsweise denke ich mit der Zeit des Schwerters, dass du auch jederzeit die Möglichkeit hättest, in diesen negativen Zyklus zurückzukehren, wenn du es wollen würdest. Das würde ich dir aber nicht empfehlen. Königin der Schwerter sagt dir, es war wirklich sehr, sehr, sehr schlau, aus diesem Zyklus auszubrechen. Das war wirklich sehr schlau. 3 der Kelche, hier geht es um eine Person oder um einen Personenkreis, ja, um eine Person oder einen Personenkreis, meine Haare schauen aus, eine Person oder einen Personenkreis, wo du ausgebrochen bist. 2 der Kelche, eine enge Beziehung, 2 der Kelche muss nicht unbedingt eine romantische Beziehung sein, kann eine beste Freundin, ein bester Freund, ein Familienmitglied sein, wo du zu zweit eng warst mit jemandem, ja. Ja, und da bist du ausgebrochen, hast dich zurückgezogen. Und dieser Rückzug war die absolut richtige Entscheidung. Und du denkst jetzt manchmal, habe ich das Richtige getan? Du versuchst den Gedanken zu verdrängen. Du denkst ja, habe ich das Richtige getan? Und mit der 2 der Schwerter denkst du auch manchmal, ich könnte ja anrufen. Könnte ich ja machen. Oder eine SMS schreiben. Das wäre aber nicht klug, weil, dass du es geschafft hast, aus diesem Zyklus auszubrechen, das war für dich persönlich die beste Entscheidung. So, jetzt gucken wir weiter. Du hast eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Was musst
du wissen, um diesen Zustand zu beenden, wo du... Nee, warum hängst du da in dieser Situation eigentlich gedanklich immer noch drinnen? Was hält dich in dieser Situation gedanklich noch drinnen? Das fragen wir jetzt als erstes ab. Was hält dich gedanklich in der Situation drinnen? Melancholische Gefühle und eine energetische Verbindung. So, einerseits eine, ja, es gab früher energetische Verbindungen, die haben eine Lücke hinterlassen, ja. Du glorifizierst auch mit der sechster Kelche, glorifizierst du auch deine Erinnerung. Und das ist halt so eine Geschichte, das Glorifizieren von Erinnerungen. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, gilt jetzt nicht nur für Situationen jetzt im täglichen Leben, das gilt auch für Raum und Zeit. Ja, wenn wir zurückdenken an die gute alte Zeit war gar nicht so gut. Ja, als wir in der guten alten Zeit waren, fanden wir die gar nicht so klasse. Wir verklären die dann im Nachhinein. Das ist verklärte Erinnerungen. Ja, als du in der Situation warst, fandst du das gar nicht so toll. Aber jetzt im Nachhinein verklärst du das. Das ist die sechste Kelche und eben energetische Verbindungen. Da sind noch energetische Verbindungen da von dieser anderen Person, von diesen anderen Personen aus der Vergangenheit. Und diese energetischen Verbindungen, über die werden dir noch Informationen geschickt. Und dadurch, dass du eben über diese energetischen Verbindungen noch Informationen von diesen Personen erhältst, ja, oder Gedanken geschickt bekommst von diesen Personen oder Gefühle geschickt bekommst, was auch immer, da noch ein Informationsfluss stattfindet über diese Verbindungen, ja, halten dich diese Verbindungen da auch drinnen gefangen, kannst ein Cord-Cutting machen. Nicht vergessen, wenn du ein Cord-Cutting machst, nachher die Löcher zu stopfen. Zum Beispiel mit einem Isis-Pendel, ja, das ist die günstigste Variante, weil die Dinger kosten 8,90 per Pendelapparatis. Dann haben wir den Ritter der Pentakel. Ja, du sollst mal in diesem neuen Zustand, in dem du bist, du sollst da mal eine Erdung finden oder du sollst der Erdung hinterherlaufen. Du sollst der Erdung hinterherjagen. Mach Erdungsübungen und versuch mal wirklich dich in dem Zustand, in dem du jetzt bist, dich da drin zu festigen und zu erden. Versuch diesen Zustand zu festigen und zu erden. Wobei Erden auch im Sinne von Ausleiten, leite diese Energien da aus der Vergangenheit, leite die aus. Wie gesagt, Cord-Cutting, nicht vergessen die Löcher zu stopfen und man kann auch Erinnerungen ausleiten. Das heißt nicht, dass du es vergisst. Es gibt zwei Arten von Erinnerungen. Erinnerungen ausleiten, ja, Thema. Es bedeutet nicht, dass du die Sachen vergisst, natürlich mit der Zeit, ja, über die Jahre irgendwann werden die dann blasser, aber... Es bedeutet nicht zu vergessen, sondern die Emotion rauszunehmen. Es gibt zwei Sorten von Erinnerungen. Es gibt Sachen, an die erinnerst du dich und da weißt du, wie es war und es ist okay so. Und du hast, wenn du dich daran zurückerinnerst, keine Emotion. Und dann gibt es Sachen, wenn du dich daran zurückerinnerst, dann wirst du sofort in die Emotion reingeworfen, die du damals in dem Moment hattest. Und zwar beinahe so stark, wie sie in dem Moment war. Und die überwältigt dich dann jedes Mal, wenn du dich erinnerst. Und die zur Erinnerung gehörende Emotion kannst du ausleiten, damit du, wenn du dich das nächste Mal erinnerst, das nicht mehr fühlst. Dann wird es zu einer normalen Erinnerung, ja, zu einer losgelösten Erinnerung, anstatt dass sie jedes Mal so, ja, diese Emotion mit hochkocht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja. Zehner Schwerter. Was halt für dich auch schwierig ist, ist halt, dass du dich von diesen Gedanken komplett kaputt machen lässt, beziehungsweise von diesen Erinnerungen. Ja? Du lässt diese Erinnerungen zu viel Raum in deinem Kopf haben. Und das liegt auch daran, dass die Emotion der Erinnerung nicht ausgeleitet wurde. Die Emotion von Erinnerungen kann man zum Beispiel in den Boden ausleiten. Dazu macht man eine Visualisierung, dass man die durch die Füße in den Boden ausleitet, mit jedem Schritt, den man geht. Und dazu die allereinfachste Methode, spazieren gehen, sich ganz intensiv daran erinnern, so dass es wirklich richtig wehtut, dass die Emotion raufkommt. Und wenn die Emotion raufkommt, dann drückt es sie nach unten durch die Füße und mit jedem Schritt in den Boden.
was funktioniert, so könnt ihr das mit der Zeit ausleiten. Und es ist halt gut, wenn ihr da dazu zu diesem Spazierengehen vielleicht ein bisschen wohin fahrt, wo ihr nicht unbedingt jeden Tag vorbeigeht, damit ihr das dann, wenn ihr dort das nächste Mal vorbeikommt, ja, wenn das jetzt euer Weg ist, weiß ich nicht, wenn das jetzt euer täglicher Weg ist zu der Bushaltestelle beispielsweise, ja, dann nehmt ihr ja jedes Mal wieder, wenn ihr dort wieder lang geht, wieder ein bisschen was über die Füße auf und dann kommt euch das wieder hoch und dann erinnert ihr euch wieder dran, wie ihr da die Emotionen ausgeleitet habt und dadurch, dass ihr das durch den Boden wieder aufnehmt, kommen die dann wieder hoch. Nee. Fahrt irgendwo ein bisschen, ein Stückchen, ein paar Kilometer in den Wald und geht dann die Strecke besser ein paar Jahre lang nicht mehr. Sucht euch da eine eigene Ausleitungsstrecke, wo ihr wisst, okay, da kommt ihr dann, wenn ihr nicht absichtlich hinfahrt, kommt ihr dort nicht vorbei. Das ist super. Und für alles, was ihr ausleiten möchtet, sucht ihr euch so eine eigene Ausleitungsstrecke. Das ist ja kein Problem. Das könnt ihr auch in der Stadt machen, ja. Fahrt irgendwo in ein Wohngebiet, in dem ihr nichts verloren habt. Und geht dort eure Runde oder in den Park, in dem ihr normalerweise nichts verloren habt, weil es weiter weg ist von eurer Wohnung, weil euch niemanden kennt, der dort wohnt und leitet das dort aus. Das könnt ihr auch machen, ja. Das ist, also man findet überall ein Plätzchen zum Ausleiten, wo man nicht wieder lang muss, wenn man nicht absichtlich hin möchte. Ja, Königin der Kelche. Königin der Kelche. Erde deine Emotionen. Das ist deine Aufgabe. Und dann kannst du auch mit dem Vergangenen, was dich da quält, besser umgehen. Und der Herbst ist ja immer so eine Zeit, wo einem alte Sachen hochkochen, ja. Herbst und Weihnachten. Das ist immer Weihnachten, wo Familienprobleme oder vergangene Sachen aus der Familie einem innerlich hochkochen, aber auch der Herbst. Da kochen einem auch gerne Dinge hoch, deswegen ist es diesen Herbst vielleicht eine gute Idee, das sterben zu lassen, ja, so eine Analogie zum kommenden Winter, das sterben zu lassen, indem man es ausleitet. Ja, mit der 3 der Stäbe bringen da mehrere Ideen zusammen. Das heißt, erstens mal leite mehrere Dinge aus und zweitens versuch es auf ein paar Arten und Weisen. Wie gesagt, das mit dem Spazierengehen ist nur meine erste Idee, weil das für mich wahnsinnig gut funktioniert. Für andere Leute funktionieren andere Sachen gut. Ja, finde da das, was für dich gut funktioniert. Wie gesagt, billigste Variante, um so Löcher dann nachher zu stopfen, 8,90 Euro, ein Isis-Pendel. Und das Isis-Pendel, ja, das Isis-Pendel hat eine Eigenschwingung, das hat eine eigene Energie. Ich verkaufe die Dinger übrigens nicht, ja, nur dass ihr es wisst. Ich hab das nicht im Angebot. Das hat eine eigene Schwingung, das hat eine eigene Energie und gibt diese Schwingung automatisch, wenn man es wo drüber hält, automatisch exakt diese Schwingung ab. Das ist ein Radiesthesie-Pendel. Das gibt eine bestimmte Farbe ab und das gibt eine bestimmte Energie, eine bestimmte Schwingung ab. Und mit dieser Energie, mit dieser Schwingung kann man Dinge füllen. Und ein Isis-Pendel könnt ihr nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Ja, ich kann euch jetzt keine Erfahrungswerte sagen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn ihr Erfahrungswerte habt, könnt ihr mir es ja in die Kommentare schreiben. Es ist nicht zur Divination gedacht, sondern es ist dazu gedacht, diese exakte Schwingung, diese exakte Energie abzugeben. Und die kann man eben nutzen, um Löcher im eigenen Energiefeld, in der Aura, in den Chakren, irgendwo in einem drinnen zu füllen mit einer wirklich garantiert positiven Energie. Und da wisst ihr, welche Energie das ist, welche Farbe das hat. Und könnt euch darauf verlassen, dass ihr das wirklich mit was Positivem füllt, ja? Und nicht mit irgendeinem Scheiß. Also wenn ihr jetzt hingeht und weiß ich nicht, ich habe einen Freund, der zieht Energie aus Zwiebeln. Funktioniert, ja, die trocknen dann auch aus. Das ist cool. Aber man weiß halt nicht, was genau ist das für eine zwiebelige Zwiebelenergie. Ja, das weiß man nicht. Beim Isis-Pendel weißt du genau, was du kriegst. Ne? Vielleicht Bio-Zwiebeln sind besser, ich weiß es nicht. Ja, danach, fang von vorne an. Nutze diesen Herbst wirklich, um von vorne anzufangen. Lass langsam, wie die Bäume die Blätter fallen lassen, lass die negativen Dinge sterben, leite es aus und dann nutz das, um von vorne anzufangen. Das ist eine super Sache, ja. Einfach nutzen, um dann nachher einen frischen, neuen Start zu wählen. Und ich finde, dass dieser fang von vorne an, ich finde eigentlich, dass das jetzt ein wunderschöner Abschluss ist. Erledige alles Alte, lass alles Alte sterben, damit du dann frei bist, um von vorne anzufangen. Beende diesen Verdrängungszustand, arbeite das auf, leite das aus und dann fang von vorne an. Ich finde, das ist so ein schönes Ende.
Und bei so einem schönen Ende sollte man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Na, also jetzt, ich denke, ich möchte jetzt einfach mit der Legung aufhören. Bring alles auf den Weg, damit du frei bist, von vorne zu beginnen. So, wunderschöne Legung. Ich hoffe, ihr konntet was draus ziehen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf alle Fälle über ein Abo und ein Like. Ihr könnt auch gerne ein privates Kartenlegen bei mir buchen auf meiner Homepage www.viennavoodooqueen.com. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Samstag beim nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.